Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft The World Before. Es ist schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Oh, und ich sehe gerade, meine Steinausrüstung nähert sich hier auch langsam dem Ende. Ich habe Folgendes vor, und zwar wollte ich den Rucksack verbessern, ne? Aber dafür brauchte ich wieder Eisen. Und es gibt ja eigentlich nur zwei Optionen, also entweder ich gehe nochmal da runter und hole nochmal ein bisschen Eisen. Oder... Achso, hier hatte ich dieses Ding hingebaut. Weil um das, warte mal, das war so, ich brauchte das, das und da muss ich vorher, das kann so nicht aufgewertet werden, da brauche ich vorher das aus Eisen, ne? Und das aus Eisen, lass mich mal gerade gucken, das aus Eisen macht man logischerweise aus dem Ding und Eisen. Das heißt, uns fehlt eigentlich nur noch Eisen, um das Ganze hinzuzufügen. Und da fällt mir gerade ein, ich wollte noch diesen Befehl eingeben, wegen den Tagen, dass die länger sind, weil ich halt nicht weiß, ob das funktioniert hat, weil die Sonne sieht für mich aus, als würde die ganz normal vergehen. Jetzt ist natürlich das Problem, ich habe mir den Befehl nicht rausgeschrieben. Das ist natürlich maximal schlecht. Ja, die Frage ist, gehe ich jetzt nochmal freiwillig darunter? Eigentlich nicht. Aber ich kann eigentlich auch schwierig hier aufbrechen, bevor ich nicht die... den Rucksack fertig gebaut habe, weil sonst lohnt es sich eigentlich nicht. Das heißt, ich brauche eigentlich Eisen, ne? Es führt eigentlich keinen Weg drumrum. So, jetzt lass mich mal kurz überlegen. Ich habe ein Eisen, das ist halt viel zu wenig. Was ich halt machen könnte, wäre halt hier runtergehen. Bei dieser Ente hier. Und einfach hier ein bisschen graben. Was haltet ihr davon? Oh, guck mal, die hat mir hier ein Ei hingelegt. Das kann ich ja mal eben in die Hand nehmen. Und hier vielleicht einfach kurz ein bisschen graben, oder? Ich meine, wir haben ja die Eisenspitzhacke noch hier. Ich könnte mich ja theoretisch einfach hier mal kurz so reingraben. Und mal gucken, ob wir hier vielleicht einfach direkt auf ein bisschen Eisen stoßen. Ich meine, so abwegig ist das jetzt ja nicht, dass wir hier eine Eisenquelle finden. Es ist natürlich schon einfacher einfach in der Höhle. Aber da habe ich halt einfach das Problem... Ach, das ist nicht das, was ich brauche. Mit Kupfer kann ich ja mal wieder genau gar nichts anfangen. So, ich baue mich mal einfach hier ein bisschen runter, ganz ehrlich. Ich hoffe, es spawnt nichts hinter mir. Ich sollte vielleicht mal eine Fackel platzieren. Oh Mann, das irritiert mich immer. Das sieht immer erst so aus, als wäre das was, aber dann ist es nichts. Ich habe auch meine Tastatur endlich mal richtig eingestellt. Ja, in der Hoffnung. Jetzt muss ich hier diesen Kupfer da mitnehmen. Dieses Kupfer, diesen Kupfer, ich weiß gar nicht. Der Kupfer ist so wertlos, dass ich nicht mal weiß, wie man es richtig ausspricht. Die Sache ist die, es ist echt übel warm. Man sieht es mir vielleicht ein bisschen in der Kamera an. Und das, obwohl es schon echt spät ist. Also wir haben gleich 1 Uhr. Eisen, geil. So, seht ihr? Und das reicht sogar. Perfekt. Das reicht sogar und damit habe ich alles, was ich brauche. Hoffe ich. Dass mir nicht gleich noch einfällt, dass ich doch noch irgendwas brauche. Hier, das brauchen wir nicht. Weg damit. Und dann gehe ich mal wieder hier hoch. Ich nehme mal trotzdem sicherheitsweise mein Schwert. Weil ich Angst habe, dass mir hier gleich einer irgendwie entgegenkommt. Ah, schön sieht's aus. Hallo, Frau Ente. Oder, nee, du bist ein Enterich, weil die Farben haben, glaube ich, nur Enteriche. Aber sie legt Eier. Legen auch Ente? Nee, wahrscheinlich nicht. Hallo Miezi. Okay, so, dafür habe ich jetzt wieder keinen Platz mehr. Ich gehe mal schnell zum Ofen und pack das da mal alles rein. Und zwar, das kommt erstmal weg. Das kommt rein. Und dann muss ich mal gucken, der Backpack. Wieso öffnet der sich nicht mehr? Der sollte sich auf B eigentlich öffnen. Achso, weil ich ihn nicht anhab. Macht Sinn. So, das können wir da mal kurz reinpacken. Das kann ich mal kurz reinpacken. Das brauchen wir ja und das brauchen wir. Das heißt, wir können unseren Rucksack ja dann gleich zweimal upgraden, oder? Weil ich habe auch zwei Leder. Perfekt. Mit ein bisschen... Oh, ich habe überhaupt keine Kohle da reingetan. Ich depp. Na komm, ganz ehrlich, ich tue da jetzt einfach das Holz rein. So, so, das wollte ich mal wegpacken. Und hier, genau, ich muss das Texture Pack ändern. Fällt mir gerade auf. Während hier jetzt einfach das im Ofen brennt, könnte ich natürlich mal ganz frech auf meinem Handy schnell den Befehl raussuchen. Das war der Time and Wind Mod.
Das ist jetzt auch ganz geil. Das kann ich euch einfach hier in der Facecam unterhalten. Ja. Und jetzt gucke ich hier ganz kurz nach dem Befehl. Passt mal auf. Wo waren das? Verdammt, warum kann ich denn das hier auf dem Handy bei Modrind nicht sehen? Ich gehe mal auf CurseForge. Ich glaube, da konnte man das auf jeden Fall sehen. Ja. So. Description, genau. Hier wird das, glaube ich, erklärt. Quick Setup Guide. So. Passt auf. Wir wollen nämlich Folgendes. Wir wollen... So. Jetzt muss ich es kurz ablesen. So, wir wollen... Slash Tor... Und dann Set Bindestrich. Okay, scheinbar ist der Befehl nicht mehr so. Option 2. Nee, ich wollte es per Befehl machen. Open Chat in Type slash Tor Set Cycle Set Bindestrich Cycle. Bindestrich. Ja, perfekt, genau so. Minecraft Overworld. Und dann wollen wir nämlich. Surf a day. Aha, nee. Ich wollte hier. Hier, genau. 1200. Moment. Hä, bei dem anderen war das genauso beschrieben, wie ich das wollte. Hier ist, so if you want a day, an hour long, nee, ich will ja keinen hour, ich will ja nur 20 Minuten. Hey, it's a primitive text, the formula has been 20. Mann, das letzte Mal stand das hier genau dabei. Hat nicht da eingegeben. Ich glaube 24.000 und dann 8.000. So und dann slash Tor Reload. So, jetzt müssen wir einfach mal gucken, ob das das ist, was ich wollte. Man kennt ihn so. Das Eisen ist fertig. Perfekt. Das bedeutet, wir können jetzt hier so... das Ding bauen. Herrlich. Und dann können wir hier rangehen. Und die Musik, die fetzt einfach übel rein. Warte mal, ich mach mal lieber nur eins, nicht, dass gleich beide verschwinden. So, da ist der Backpack. Easy. Und jetzt noch Gold hinterher. Doppelt easy. Und jetzt, wenn wir den Backpack öffnen. Das ist einfach nur geil. Da kann ich jetzt erstmal einfach alles reinballern. So. Und theoretisch könnte man natürlich dann noch einen Backpack herstellen, den man dann in seinem Inventar hat. Weil den wollen wir ja anziehen. Zack. Und jetzt kann ich den mit B auch öffnen. Perfekt. So, das nehmen wir natürlich mit. Und meine Tastatur. Ich bin hier mit meiner neuen Tastatur noch nicht so hundertprozentig. Ich kriege da irgendwie immer einen Krampf in der Hand. Ich weiß auch nicht. Hatte ich bei der anderen nicht. Das ist ein bisschen belastend. Okay. Läuft überhaupt die Aufnahme? Das sollte ich immer mal gegenchecken. Ja, sie läuft. So. Brot packen wir hier hin. Fleisch kann ich auch dahin packen. Laternen können wir auch mal im Inventar lassen. Komm, dann ballern wir das noch kurz hier rein. Dass das durchbrennt. Und dann holen wir hier kurz unser Ding. Das gehört nämlich mir aus dem Weg. Würde ich ja nicht hier versehentlich verletzen. So, das ist meins. Und dann ist quasi mein ganzes Inventar jetzt hier drin. Aber hatten wir nicht irgendwo noch mehr Sachen? Hatte ich hier nicht eine Kiste? Habe ich das alles... Habe ich das doch schon alles mitgenommen? Aber ich habe doch gerade keine zwei Inventare da reingepackt. Oh je, habe ich die Sachen da in der letzten Folge despawnen lassen? Also hier habe ich die wichtigen Sachen. Wobei doch, ich habe... Nee, ich habe hier aber nicht fast zwei Inventare. Aber die wichtigen Sachen habe ich. So, ich würde mir gerne noch ein Eisenschwert machen. Genau, habe ich Stöcke? Nee, die Fackel nehme ich auch mal mit hier rein.
Ansonsten, das brauche ich jetzt nicht im Inventar. Das brauche ich auch nicht. Bruchstein, ja, okay. Das brauchen wir auch nicht. Machen wir mal so. Habe ich noch Stöcke? Nein, ich habe keine Stöcke. Das heißt, ich muss mir eh welche craften. Okay. Machen wir mal so. Huch, was war denn das? Man merkt es, der Profi ist hier im Werk. So. Das packen wir hier hin. Das machen wir erst noch kaputt. Das gleiche gilt für die Schaufel. Das hat jetzt gerade einfach gepasst. Dann würde ich den noch mitnehmen. Oh. Okay, ich merke gerade, das mit der Leertaste war nicht so gut, die genauso einzustellen wie die anderen Tasten. Die muss ich wesentlich schwächer einstellen. Weil jetzt berühre ich die noch. Jetzt muss ich die noch weniger berühren, damit ich springe. Das war ja genau das, was ich nicht wollte. Okay, schön. Aber wie ist das denn jetzt hier bei unserem Backpack? Eigentlich war das so, dass man in dem Backpack auch eine Werkbank hatte. Wähle den Auswahl. Gegen einen Platz für einen Artikel zu reservieren. Links den Auswahl zu wählen, rechts den Auswahl abzuwählen. Interessant. Aber... Ah, hier können wir unsere Waffen hinpacken, die wir gerade nicht brauchen. Das ist auch geil. Da kann man zum Beispiel hier... Hallo? Warum darf ich das nicht nehmen? Hä? Warum geht das nicht? So, pass auf. Die müssen da drin sein, verstehe. Okay, es fängt an zu regnen. Ich müsste jetzt theoretisch hier dieses Eisenschwert hinpacken und diese Eisenschaufel und dann könnte ich das hier hinpacken. Und wenn wir uns dann in F5 angucken, haben wir das da so dran stecken. Da hängt die Schaufel und da ist das Schwert. Schon sehr cool. Hier auch schön in meiner Eisenrüstung. Okay, oh, sieht schon geil aus, wenn es regnet, muss ich mal eben sagen. Habe ich denn jetzt überhaupt noch Platz in dem Backpack? Ja. Dann tun wir die beiden Sachen mal rein. Aber man hatte doch auch eine Werkbank im Backpack. Gibt's das nicht mehr? Das waren doch hier diese Blöcke eigentlich. Die waren eigentlich eine Werkbank. Hat sich das geändert? Ja, Upgrade wird hergestellt, bietet ein Crafting-Feld. Okay, ja, das können wir ja aber easy noch machen, aber ich habe kein Leder mehr, ne? Hm. Das heißt, ich baue nochmal eine Werkbank. So. Ich werde ganz schön nass, nicht, dass meine Eisenrüstung hier rostet. Ich gehe mal lieber rein. So, und jetzt kann ich die kurz abstellen. Denn ich brauche die andere. Und dann gehen wir rein und machen zack. Zack, so. Und wenn ich jetzt... habe ich auch wieder ein Backpack. Das anbringen möchte, brauche ich wahrscheinlich wieder ein Leder, ne? Achso, den Rucksack habe ich hier auf. Lol. Ja, man kennt ihn, den Profi hier. Genau, da fehlt das Leder. Das heißt, ich bräuchte theoretisch noch ein Leder. Ist eigentlich machbar. Hier waren doch noch genug Viecher. Wenn ich das eine Leder nämlich noch hole... Boah, sieht schon aber auch cool aus hier irgendwie. Wald. Sieht schon irgendwie auch cool aus. Ich mache mal einen Screenshot, nicht, dass ich es gleich vergesse und dann keinen hab für die Folge. Auch wenn der jetzt nicht ganz so episch ist. Müssen wir jetzt mal gucken... Weil hier waren doch noch eigentlich... Es würde mir ja schon ein Wildschwein oder so reichen. Vorausgesetzt, droppt ein Leder. Ah, guck mal, wer kommt denn da? Geh weg. Weg. Lass mich aber auch direkt angreifen. Nur weil es ein bisschen regnet. Fände ich gemein. So, was ist das? Was ist das? Ach, ein Fuchs. Ja, der Fuchs bringt mir leider nichts. Der droppt, glaube ich, kein Leder. Aber krass, dass hier so viele Füchse sind, ne? Man muss jetzt wieder 10 Kilometer laufen. Die Sonne geht trotzdem unter. Ich glaube, ich habe die Zahlen falsch eingestellt. Ich gucke da gleich zwischen den Folgen nochmal und korrigiere das. Weil ich glaube, das, was ich eingestellt habe, ist Quatsch. Ich will halt, dass die Zeit 20 Minuten Tag ist und 10 Minuten Nacht. Oh, perfekt. So, jetzt bitte drop direkt ein Leder. Das ist so eine Frechheit. Die hat keins gedroppt. Ne, hat sie nicht. Das ist so gemein. Das war einfach, die Kuh wurde mir einfach von oben gesandt. Und dann fehlt ihr das Leder. Nicht gut, was schleicht da? Huch.
Weiß ich nicht, ob ich da Leder rauskrieg. Wie? Wir sind im Sumpf angelangt. Na lecker, hä? Warum ist hier eine Katze? Bin ich so... Ich bin doch von dem Dorf eigentlich echt ein Stück weg. Naja, wobei, so weit nicht. Okay, da ist eine Schnecke. Das sieht aber auch cool hier aus, muss ich sagen. Sieht alles cool aus. Ja, da kann ich mich dann am Ende entscheiden. So. Boah, aber hier mit Sonnenuntergang, Sonnenaufgang noch besser. Okay. Cool. Jetzt aber hätte ich gerne eine Kuh. Eine Kuh. Ich laufe in die Richtung. Wisst ihr was, Leute? Wir gehen zu der Wiese. Ist jetzt halt ein Stück. Ja, mein Gott. Aber bevor ich aufbrechen will, möchte ich gerne noch die Werkbank adden. Und dann haben wir alles, was das Herz begehrt. Muss jetzt halt nochmal kurz hier durch den Wald flitzen. Aber in der nächsten Folge brechen wir dann wirklich endlich auf. Und gehen dann endlich auf Reisen. Um ein bisschen Welt zu erkunden. Zu Hause zu finden, Sachen zu sammeln. Wie man das so macht in Minecraft, ne? So, ich renne jetzt hier einfach durch. Das Problem ist, es wird dunkel. Das ist schlecht. Das ist halt wirklich schlecht. Vor allem, weil hier auch wieder nichts kommt und der Weg zurück ist echt weit. Verdammt. Was habe ich mir dabei gedacht? Ich habe das nicht bedacht, dass die Nacht anbricht. Und die bricht sogar gerade sehr schnell an. Und hier werden so einige Viecher auf mich lauern. Vor allem, weil es jetzt halt auch noch regnet. Heißt das, die können jetzt schon spawnen. Nicht so geil. Und ich glaube, ich habe mich komplett verlaufen. Oh je. Oh ja, da kommt der Erste. Oh nee. Und ich werde schon beschossen. Das ist alles nicht wahr. Oh Gott, da kommt der Nächste. Das ist so ehrenlos, wie die jetzt so aus dem Boden kommen. Dieser Mod ist echt geil. So, nicht da runterfallen, bitte. Ich hab mich verlaufen, ich finde nicht zu dieser Wiese. Oh je, ich bin am Meer. Beziehungsweise an einem See. Oh oh. Hier wollte ich gar nicht... Wo bin ich denn jetzt? Oh mein Gott, ich hab mich völlig verlaufen, Leute. Ich wollte hier hin. Aber hier kommt auch eine Wiese. Okay, ich habe ein Problem jetzt. Ich muss vielleicht... So, was bist... Okay, du bist eine Schnecke, verdammt. Tut mir leid. Dich umsonst gekillt. Ich muss noch mal was essen, glaube ich. Toll, hier sind 1000 Schweine. Hier sind 1000 Schweine, aber sonst nichts. Und es ist echt unangenehmes Wetter, Leute. Oh Gott. Aber hier sind wenig Viecher. Also wenig Monster zum Glück. Das könnte ein Lavasee sein. Aber hier spawnen auch keine Tiere und das ist ein Problem. Geh mal hier zu diesem La- Und was ist das? Noch ein Lavasee? So ein Lavasee, oder? Oh, nee, nicht da reinplumpsen. Ja, ist ein Lavasee. Okay, Pferd. Ja, da muss das Pferd dran glauben. Tut mir wirklich schrecklich leid. Aber ich muss dich ermorden. Okay, das hat perfekt gepasst, aber jetzt ist mein Schwert tot. Mein Schwert tot, vor allem. Das ist natürlich schlechtes Timing jetzt. Muss mal hier ans helle. Ans helle Licht. So. Und da müssen wir kurz in den Rucksack gucken. Denn im Rucksack ist das neue Schwert. So. Schade, dass wir keinen Sattel haben. Aber gut, ich würde jetzt hier einen kurzen Break machen, weil hier bin ich einigermaßen in Sicherheit. Und würde sagen, das war's für diese Folge. Let's Play Minecraft A World Before. The World Before. Man kennt es eigenen Projektnamen nicht im Kopf. Und ja, wenn ihr Bock habt, schaltet gerne morgen 14 Uhr wieder ein. Da machen wir uns auf die Rückreise und dann auch wirklich endlich auf die finale Reise. Hier weg von dem Dorf. Bis dahin, liebe Leute, macht's gut. Ciao.